Die Firma Hegi feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Grund genug, in der Zeit zurückzugehen zu den Anfängen der Elektrizität. Vor 100 Jahren hat Fritz Hegi in Laufenburg ein Geschäft für elektrische Installationen eröffnet. Mein Grossvater, der Robert Hegi, ist kurz darüber als Teilhaber und Mitarbeiter in die Firma eingestiegen. Die zwei Brüder von Interlaken haben schon beim Bau des Wasserkraftwerks Laufenburg mitgeholfen und ihre Chancen gepackt, immer mehr Häuser in der Region Nettau als Stromnetz anzuschliessen. Neue elektrische Geräte sind auf den Markt gekommen. Die Holzherde sind durch elektrische Kochherde ersetzt worden. Glühbirne hat die russische Öllampe verdrängt. Man konnte die ersten Stäbsauger kaufen. Es war ein mutiger Schritt. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen und erschüttert ganz Europa. Und wer hätte schon gewusst, ob die Elektrizität nicht bloß eine Modeerscheinung ist? Menge hat gesagt, bis jetzt bin ich auch immer gut ausgekommen ohne Stromanschluss. Doch immer mehr wollten ihre Häuser elektrifiziert haben und auch die Geräte haben sich gut verkauft, sodass das Geschäft stetig gewachsen ist. Mit der Telefonie ist ein weiterer Arbeitszweig hinzugekommen. Der Beruf des Elektrikers hat sehr viel Kraft gebraucht und war ziemlich abenteuerlich. Der Robert Hegi hat in Mettau eine Zweigniederlassung gegründet. 1948, nach dem Zweiten Weltkrieg, war ein weiterer Aufschwung in der Elektrobranche zu verzeichnen. Der Robert Hegi hat sich entschieden, sich mit seinem Geschäft in Mettau selbstständig zu machen. Die beiden Söhne, der Robert Hegi Junior und später mein Vater, der Roland Hegi, sind im Betrieb eingestiegen und haben ihn später übernommen. Über die Jahre ist die Firma immer mehr gewachsen. 1988 ist der Roger Hegi in Betrieb eingestiegen und hat diesen von seinem Vater 1998 übernommen. Für mich war immer klar, dass ich in die Fußstapfen von meinem Vater treten will. Doch die Geschichte der Firma Hegi ist noch lange nicht zu Ende. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Jahre. Roger, wo bist du? Ja, wo ist? Wir sind bereit für die Gruppenfahrt. Ich komme gerade. Hegi AG hat ein Top-Team mit 9 kompetenten Netzelektrikern. Und für die Netzelektriker kommt gerade ein neuer Auftrag rein. Okay. Der Anschluss von einer Überbauung als Stromnetz. Jedes grosse Projekt fängt mit einem Kundengespräch an. Der Projektleiter von der Hegi AG begleitet und berät den Kunden gerade von Anfang an, um mit ihm zusammen die bestmöglichen Lösungen auszuschaffen. Von der Projektierung über die Bauausführung bis zur Inbetriebssetzung bietet die Firma Hegi alle Phasen an. So und so ist eine saubere Planung und gründlich ausgeführte Arbeiten. Wir sind viel in der Region tätig, haben aber immer wieder Aufträge in den Nachbarkantonen Zürich und Basel-Land. Die Vorbereitungen in den Lagerhallen sind schon voll im Gang. Anweisung vom Chefmonteur Josef Zumsteg verladet das Team die Kabelrolle für den nächsten Arbeitseinsatz. Bereiche spezialisiert. Kabelanlagen, Freileitungsbau, Trafostationen, Verteilkabinen, Strassenbeleuchtung und Ausrüstungen von Nationalstrassen und Tunnels. Nach der Ankunft auf der Baustelle sind die Geräte schnell parat. Das Team Leitungsbau ist gut eingespielt und weiss, wie man die Maschinen am effizientesten einsetzen kann.
schnell sind die Kabelstränge für die neue Überbauung in die Rohre gezogen. Jetzt können die Kandelaber für die Strassenbeleuchtung gestellt werden. Auch hier wird Sicherheit und Präzision gross geschrieben. Die Hegi AG ist qualifiziert für Hochspannungs- und Mittelspannungsanlagen. In der Trafostation wird das Netz zusammengehängt und der Elektriker sorgt dafür, dass der Strom fließt, und zwar dort, wo er gebraucht wird. Die Hegi AG ist täglich für Sie auf die Rot. Der neue Auftrag fängt mit einem Kundengespräch an. Eine komplette Hausinstallation wird gebraucht. Natürlich nach dem neuesten Stand der Technik. Der Kunde darf von uns individuelle Lösungen in hoher Qualität erwarten. Ein dringender Einsatz für den Störungsdienst kommt rein. Der Projektleiter Martin Essig sorgt dafür, dass er sofort abgewickelt wird. Bevor es auf die Montage geht, fängt jeder Tag mit einer kurzen Einsatzbesprechung an. Guten Morgen miteinander. Morgen. Hier habe ich einen Auftrag. Die einzelnen Mannschaften vom Team Installationen kommen gerade vom Roger Hegi selber die Aufträge über. Roger, stopp schnell. Wir Projektleiter führen ein Team von 15 gut ausgebildeten Installateuren und mehreren top motivierten Lehrlingen. Die Installateure geben ihr das Know-how gerade auf der Baustelle den Lehrling weiter. Der dringende Auftrag geht direkt an den Servicemonteur vom Störungsdienst. Jeder weiss, was er zu tun hat. Das Material wird verladen und mit den aufgerüsteten Fahrzeugen macht sich das Team Installation auf die Montage. Know-how von der Hegi AG geht von einzelnen Lampen bis zu ganzen Beleuchtungssystemen. Von der einfachen Stromverteilung bis zu den modernsten Gebäudeautomationen. In Laufenburg soll ein neuer Schaltschrank in einem Mehrfamilienhaus installiert werden. Der Projektleiter Martin Essig weist die Monteure in ihren Auftrag ein. Auch Roger Hegi ist regelmässig als Projektleiter auf den Baustellen anzutreffen. Unter seiner Anleitung soll eine komplette Gebäudeinstallation montiert werden. Die Hegi AG investiert in die Zukunft. Sie bietet ihren Lehrlingen Praxiserfahrung und spannende Möglichkeiten im Elektrogewerbe. Mit der Montage der Elektroinstallationen ist die Arbeit der Hegi AG aber noch lange nicht abgeschlossen. Der Störungsdienst steht 7 Tage in der Woche im Kunden zur Verfügung. Wir reparieren Haushaltsgeräte, Lichtinstallationen, Telefonanlagen, Elektroheizungen und auch diverse Maschinen und Motoren. Der Störungsdienst kommt im privaten Haushalt zum Einsatz, aber auch bei grossen Maschinen in den Fabriken. Hegi AG. Elektrische Lösungen von A bis Z.
Übrigens, im Laden des Elektro-Hegi finden Sie von Geschenkideen über Glühbirnen bis zur Waschmaschine alles, was das Herz begehrt. Bei der Ruth werden Sie immer gut beraten.